Decathlon-Produkte haben es auf diesem Kanal schon mal zum Test geschafft und haben durchaus überzeugt, fast komplett durch die Bank. Aber wie ist es mit der nächsten Tranche? Was haben die nächsten Produkte aus der letzten Bestellung geleistet und wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Darum geht's heute im neuen Decathlon-Produkttest. Die neuen Produkte von Decathlon sind da und ich konnte es mir keinen Tag länger verkneifen, sie auch gleich zu testen. Was eine Hose, Funktionsshirts und Bandanas, aber auch technische Ausrüstung wie Rebschnur und die Schraubglieder so konnten, das wollte ich unbedingt wissen. Machen wir es aber strukturiert und schauen uns erst die harten Fakten zu den Textilien an. Fangen wir bei einem spannenden Kleidungsstück an, nämlich dem Langarm-Shirt. Es soll sowohl das klassische Shirt, aber auch als Unterwäsche für die kalte Jahreszeit herhalten. Dabei ist das Shirt deshalb spannend, weil es ein Mischgewebe ist. Das sieht man heute nicht mehr so oft. Typische Skiunterwäsche ist meist vollständig aus Polyester, die klassischen Baselayer sind heute oft aus Merino. Hier haben wir es aber mit 38% Wolle und dem Rest aus Polypropylen zu tun. Was heißt das? Offiziell soll es damit eine Mischung aus Robustheit, Langlebigkeit, Wärmeregulierung und Geruchsneutralität verbinden. Ob das funktioniert hat, dazu möchte ich gleich am Techniktisch was sagen. Grundsätzlich ist das ein sehr anliegendes T-Shirt und darauf ist es ja auch ausgelegt. Das ist natürlich positiv, weil es das Base Layer somit keine Falten macht und auch mit einem Rucksack dann nirgends Druckstellen erzeugen kann. Immer wenn irgendwo Mischgewebe steht, dann läuten bei mir die Alarmglocken. Denn für mich bedeutet das immer entweder, dass dieses Gewebe so und so ist und dementsprechend sich relativ schnell oder eben wirklich tatsächlich gemischt wird. Und das bedeutet für mich, dass es relativ schnell irgendwo stellenweise Löcher gibt und Problemstellen, typische Problemstellen unter den Armen, hinten am Rücken, an den Schultern und so weiter. Oder Nummer zwei, dass es einerseits das gibt und andererseits das und so wird sich quasi dann das T-Shirt zum Beispiel aufgeteilt und dann sehe ich aber wieder die Nachteile der einzelnen Materialien. Also Mischgewebe, nicht mein größter Freund, aber wie ich es schon vorher gesagt habe, man sieht das mittlerweile auch nur noch sehr selten. Simon hat sich gedacht, doch Mischgewebe, das können wir machen. Und wie sieht das jetzt aus? Ich habe das getestet beim Skifahren, ich habe das auch schon draußen einfach so bei winterlichen Bedingungen getestet und es ist aus Wolle und Wolle ist für mich immer ein Indikator für kratzig, unangenehm, fühlt sich irgendwie falsch an, es ist nicht so angenehm wie Baumwolle, es ist schon gar nicht so angenehm wie reines Merino und so weiter. Gut verarbeitetes Merino vorausgesetzt. Aber man muss sagen, mit dem Polyester-Gemisch dazu ist das sehr, sehr gut geworden. Also ich trage das sehr gerne. Es ist nicht so weich, wie man sich Merino beispielsweise vorstellt. Es ist kratziger, aber es ist nicht so kratzig wie Omas Wollpullover. Das auch nicht. Es ist warm, es ist verhältnismäßig sehr warm, würde ich sogar sagen. Wenn ich es jetzt mit meinen Merino-Produkten vergleiche, bin ich sehr glücklich, dass ich das habe. Weil, verglichen mit diesen reinen Polyester, dünnen Stoffunterwäschen, ist das einfach, die sind dann einfach doch deutlich kälter und sie sind deutlich schneller nass und sie geben die Feuchtigkeit irgendwie sofort aber nach innen ab und man fühlt sich dann einfach diese. Also das kann die Wolle einfach besser und das merkt man ja auch an. Intelligent gelöst wurde jedenfalls, dass sie unter den Armen und am Rückenteil extra belüftet sind, beziehungsweise extra nochmal dünn gefertigt wurden. Das ist natürlich für alle Leute, die das Ding auch im Frühling verwenden wollen, sehr, sehr praktisch. Aber ich sehe hier natürlich auch wieder Alarmglocken. Wenn etwas hinten am Rücken dünner ist, dann kann ich mir eigentlich nicht erlauben, es als einzelnes Kleidungsstück zu verwenden und dann hinten drauf den Rucksack zu haben. Bedeutet im Umkehrschluss, das hier ist ein Base Layer, der jedenfalls noch irgendwas drüber braucht, weil sonst sind die Abnutzungen durch den Rucksack einfach zu groß und hier werden sich dann Löcher bilden. Also alles, was man zu solchen T-Shirts sagen kann, ist: Ist es gut belüftet hinten am Rücken, dann wird es nicht langlebig sein, wenn es als isolierte Schicht für sich allein verwendet wird. Ist es nicht gut belüftet, ist es genauso dick verarbeitet und genauso robust wie überall anders, dann kann man davon ausgehen, dass einem schnell mal heiß wird. Gerade im Winter, wenn man einen Rucksack hinten oben hat und plötzlich scheint die Sonne zum Beispiel. Diese Teile sind sehr, sehr anliegend, sehr, sehr körperbetont. Muss man mögen, muss man damit leben können. Ich kann es nicht jedem so
absolut empfehlen. Gerade, also ich trage es schon gerne, aber man muss halt damit leben, gerade wenn man einen breiteren Brustkorb hat und unten dann relativ schmal zusammenläuft, dass man unten halt dann ein bisschen was herumflattern hat und oben fühlt man sich dann so ein bisschen eingepresst. Man muss aber auch dazu sagen, das Ding dehnt sich sehr schnell, also schon nach wenigen Minuten, wenn es warm wird, fühlt man sich darin sehr wohl und das ist überhaupt nicht beklemmend. Insofern muss ich sagen, von der Abnutzung her hält es, wenn man was drüber zieht, und ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden, wenngleich es natürlich nicht das allerweichste Shirt der Welt ist. Dann haben wir noch ein Klettershirt, zumindest nennt es Decathlon so. Ebenfalls von der Firma Simon vertrieben, besteht es vor allem aus Baumwolle, ist also ein komplett durchschnittliches Shirt, aber eben in einer Langarmversion. Beim T-Shirt wurde mit Viskose jedoch nicht gespart. So ist das Shirt nicht so anfällig für Löcher. Insgesamt ist es unfassbar leicht zu stretchen und trotzdem an den passenden Stellen auch dünn genug, um für etwas Belüftung zu sorgen. Dabei ist diese Belüftung aber keineswegs funktionell, sondern wirklich nur durch die Stoffdicke hergestellt. Baumwolle. Baumwolle und Kletter. Simon und Decathlon verkaufen dieses T-Shirt als Kletter-T-Shirt. Und das Ironische ist, dass andere Hersteller das auch machen. Beispiel Black Diamond. Black Diamond verkauft sehr viele, oder auch E9, verkaufen sehr viele T-Shirts, die sie als Kletter-T-Shirts verkaufen. Mit der Ironie, dass sie aus Baumwolle sind und damit keinerlei Funktion haben, keinerlei Belüftungen, sie können nichts. Es ist einfach ein T-Shirt. Man könnte auch einfach zu H&M gehen oder zu Zara und sich ein T-Shirt kaufen. Der Vorteil von Baumwolle ist einfach, es ist billig. Es ist wahnsinnig billig im Einkauf, es ist wahnsinnig billig in der Verarbeitung und dann ist es dementsprechend auch wahnsinnig billig im Shop, gerade bei so Discountern. Was mir an diesem T-Shirt wahnsinnig gut gefällt, ist einfach, dass es so viel günstiger ist als sämtliche Marken-T-Shirts, die auch nur mit Wasser kochen oder eben auch nur mit Baumwolle arbeiten. Black Diamond, E9, alle diese Hersteller bieten T-Shirts fürs Klettern an, die nur aus Baumwolle sind, und dann kaufen sich das die Leute, weil sie glauben, das ist extra fürs Klettern gemacht, und dann stellen sie einfach fest, ah scheiße, es ist doch nur Baumwolle. Und ja, Simon hält da nicht mal die Hand irgendwie vor, sondern sagt, ja, das ist ein Baumwoll-T-Shirt und fürs Klettern, ich weiß nicht, warum man das als Kletter-T-Shirt verkauft, verkauft sich dann vielleicht einfach besser. Es ist ein T-Shirt, also es ist einfach ein Shirt, Langarm-Shirt. Es funktioniert und man schwitzt darin und es hat alle Vor- und Nachteile von Baumwolle. Es stinkt nach mäßig langer Zeit, nicht so schnell wie Polyester, etwas schneller als Merino. Es ist stretchig, weil da einfach quasi so viel Viskose eingefügt wurde, dass man das Ding wahrscheinlich einmal durch die ganze Wohnung spannen kann. Ja, es ist halt, was soll ich dazu sagen? Es ist halt ein T-Shirt. Also. Kommen wir zur Hose, der Cascade 2. Immer wenn Decathlon und Simon einem Produkt noch einen eigenen schönen Namen geben, weiß man, hier will man ein Top-Produkt entwerfen, das der hochpreisigen Konkurrenz den Angstschweiß auf die Stirn treiben soll. Was sagen die Fakten? Das Futter innen ist zu 100% aus Polyamid. Der Einsatz ist zu 161% aus Polyester und zu 37% aus Polyamid. Der Rest ist Elastan. Das Hauptgewebe besteht zu 93% aus Polyester und zu 7% aus Elastan. Zur Erklärung, Elastan ist übrigens das, was Kleidung etwas stretchiger macht. Also Elastan, elastisch. Aber jetzt kommen wir noch zur Beschichtung, denn die ist bei der Hose, die explizit als Hose für das Winterbergsteigen und Eisklettern verkauft wird, ja sehr wichtig. Denn ja, tatsächlich hat die Hose eine eigene Beschichtung und die ist sogar aus Polyurethan. Das sind gute Voraussetzungen. Decathlon gibt an, dass die Hose einen Resistance Evaporation Transfer Wert von 6 erfüllt, was definitiv luftig ist. Dieser Wert gibt nämlich an, wie viel Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen kann. Gleichzeitig beeinflusst er aber auch die Wärme und Isolation. Zusatzfeatures wie die Hosenträger, aber auch Klettverschluss, um den Umfang des Bundes stark anpassen zu können, runden das Angebot dieser Hose letztlich ab. Seitliche Belüftungsschlitze, Taschen, die an Klettergurte angepasst wurden und vieles mehr sind selbstverständlich ebenfalls ganz gut bedacht worden. Preislich orientiert sich die Simon Cascade 2 an der typischen Preiskampfliga von Decathlon. Rund 110 Euro kostet die Cascade, womit sie nur 30% anderer Hosen kostet, die vom Material und Funktionsumfang dieser Hose Konkurrenz machen können. 30%. Aber wie hat sie sich denn letztlich in der Praxis geschlagen? In diesem Fall ist der Hosenträger sehr stretchig und trotzdem fällt er sehr klein aus.
Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass er ausleiert oder schnell ausleiert. Und selbst wenn er das tun würde, man kann ihn doch einfach um die gesamte Länge fast anpassen. Also je länger das Gummiband über die Zeit wird, desto mehr kann ich hier anpassen. Und das funktioniert sehr leichtgängig und gut. Und wenn das Ding dann auf Spannung ist, dann fädelt sich das auch nicht mehr ein oder aus, sodass es wirklich die Position beibehält. Das hat ganz gut funktioniert. Schauen wir auf die andere Seite. Und zwar schauen wir uns kurz mal die Hosenbeine an. Hier haben wir einen Steigeisenschutz, die dafür sorgt, dass wir mit Pickel und Steigeisen hängen bleiben können und nichts passiert. In der Tat, das funktioniert gut. Da habe ich tatsächlich bis jetzt kein Problem festgestellt, auch nicht mit Steigeisen. Aber man muss sagen, es fällt schon relativ klein aus. Also es gibt Hosen, die nur für Skitouren entwickelt wurden zum Beispiel, die haben hier mehr. Also man hätte hier durchaus nochmal 5 bis 10 cm oben dran hängen können und vor allen Dingen in der Breite vielleicht nochmal 4, 5 cm. In dem Fall haben sie es einfach elegant gelöst. Sie haben hier ein Nahtstück gleich genommen, die Naht, die quasi bis nach oben verläuft. Die haben sie genommen und von da aus haben sie es weitergebastelt. Das hätten sie aber hier vielleicht noch ein bisschen fortführen können. Jedoch haben sie dann natürlich das Problem, dass sie nicht mehr diesen Gummizug einbauen können, weil die das Kevlar-Band hier, das kann natürlich nicht mit Gummizug auch nochmal durchzogen werden. Ganz praktisch finde ich, dass es wirklich einen sehr, sehr hohen Reißverschluss gibt, um die Hose zu verbreitern. Das ist gerade für alle Leute, die mit Skischuhen, also mit Tourenskischuhen, Eisklettern gehen oder auch Skitouren gehen, sehr praktisch, weil dann bringt man das Ding auch über die Schuhe ganz locker drüber und trotzdem hat man immer noch den Gummizug, der dann einfach die Hose auch wirklich über dem Schuh behält. Das funktioniert sehr gut. Ein kleines Zusatzfeature, das sie beilegen, beziehungsweise das in der Hose integriert ist und dann wieder rausgenommen werden kann, möchte ich hier auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Und zwar ist das diese zusätzliche Gamasche, die man auch übrigens dann nochmal unten einhängen kann in die Hose und die man mit dem Reißverschluss dran zippen kann. Also das ist dann wirklich fest da drin. Und verschlossen wird das Teil dann einfach über einen sehr, sehr stabilen Klett. Und dann, guck, hat man einfach das sozusagen hier nochmal drinnen. Ja? Und das sorgt dann nochmal für einen noch engeren Bund. Dieser Gummizug ist deutlich steifer, deutlich widerstandsfähiger. Und der Klettverschluss ist auch dementsprechend stark. Das hat natürlich den Vorteil, wenn ich mit Bergschuhen unterwegs bin, dann ist das natürlich ein Freund, denn die Bergschuhe sind ja haben einen deutlich kleineren Umfang als die Skischuhe, die ja dann nochmal mit der Hartschale und den Schnallen doch einen relativ breiten Aufbau haben. Also, diese Dinger für alle Bergschuhe, die gibt es einmal pro Bein logischerweise, und ohne die Dinger für Skischuhe. Grandios gelöst, denn hätte ich jetzt quasi nur Skischuhe immer im Einsatz, dann würden die Dinger nerven, wenn sie fix verbaut wären. Und hätte ich immer nur Bergschuhe an, dann wäre mir das hier viel zu groß. Grandios und das für 110 Euro. Finde ich gut gemacht. Wir haben an den Oberschenkeln hier nochmal so fesches, abriebfestes Material. Es wirkt so ein bisschen gummiert. Es gibt leider keine detaillierten Angaben dazu, was das für ein Material konkret ist. Ich schätze es auf irgendein verhärtetes Kunststoff. Aber genau kann ich es tatsächlich nicht sagen, es wird nicht angegeben. Das hat aber eine lustige Funktion. Man könnte jetzt meinen, schön, große Taschen an den Oberschenkeln. Nein, es sind Belüftungsschlitze und zwar nicht zu klein. Man sieht, innen hat man noch dieses Gewebe, das quasi für die Belüftung vernäht worden ist und auch für den Feuchtigkeitstransport nach außen. Und das ist dann, das fehlt hier quasi auch. Also wenn man hier aufmacht, dann ist hier wirklich offen. Für alle Leute, die keine lange Unterwäsche beim Eisklettern und bei Skitouren tragen, könnte das kalt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die beste Lösung ist für eine Winterhose, so große Belüftungsschlitze. Ich verstehe schon den Sinn dahinter, aber naja, es ist eine grundsätzlich sehr gut belüftete Hose. Sie ist nicht sehr dick. Dann noch mit Belüftungsschlitzen hinten nachschießen, also naja. Das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Naja, jedenfalls gibt es das auf der anderen Seite baugleich nochmal. Im Prinzip haben wir keine Unterschiede zwischen links und rechts. Wir haben hier einmal das Bein, das kopiert wurde und einfach spiegelverkehrt nochmal. Und dann wurde das Ganze vernäht. Also wir haben auch hier genau den baugleichen Belüftungsschlitz, der komplett reingeht. Und der, wie gesagt, relativ groß ist. Wir haben ein Knopfsystem, das mir persönlich sehr gut gefällt. Ich habe mich schon mal auch in einem Hosenvideo zum Bergsteigen-Grundlagenkurs auch ein bisschen darüber beschwert, dass es immer wieder Hosen gibt, die nicht vernietet sind, sondern die quasi den Knopf angenäht haben und dass das absolut nicht mehr zeitgemäß ist.
Hier hat man sogar auf doppelte Sicherheit geachtet. Wir haben einmal einen Hakenverschluss und drunter einen Knopfverschluss. Das heißt, einmal quasi einhängen und dann nochmal zuknöpfen und dann kann überhaupt nichts mehr passieren, selbst wenn der Knopf aufgehen sollte. Auch der Reißverschluss, da muss ich einen kurzen Kritikpunkt auch anbringen. Der ist ein bisschen frimmelig, hackelig. Er ist nicht ganz einfach im Handling, denn er ist wirklich klein. Also er ist wirklich, wirklich klein. Ich kenne diese ganz kleinen Reißverschlüsse, die hat man von so Hosenschlitzen, normalerweise bei so Jeans und sowas, und da sind sie selbst größer. Also der ist wirklich klein. Ein lustiges Feature, was ich bei diesen Hosen noch nie gesehen habe, ist, dass sie auch nochmal von unten aufgehen. Also der hat zwei Reißverschlüsse für einen Hosenschlitz. Naja, was halt Hightech alles so kann. Jedenfalls haben wir natürlich trotzdem auch noch Taschen. Also es ist nicht so, dass wir nur belüftet durch die Welt stapfen. Nein, auch mit Sachen in der Hose können wir das. Die Hosentaschen sind intelligent. Man sollte das betonen, weil das können auch nicht alle Hersteller. Viele Softshell-Hosen gerade und beschichtete Hosen sowieso bei anderen Herstellern haben so eine lustige Eigenschaft, dass sich die Produktentwickler denken, wir könnten ja die Hosentaschen intelligent machen. Aber warum sollten wir das tun? Wir können sie ja auch doof machen. Decathlon hat sich, oder Simon hat sich gedacht, nein, wir machen das schon intelligent. Macht ja Sinn. Und deswegen sind sie komplett waagrecht zum Hosenbund. Was bedeutet, dass man sie mit Klettergurt wirklich gut erreichen kann und wirklich gut verwenden kann. Und quasi auch das ganze Taschen, wie die Tasche jetzt sozusagen innen aussieht, das wäre ungefähr so eine Tasche. Man bringt Telefon gut rein, auch große Smartphones und so weiter, bringt man alles gut rein, eben in intelligent. Weil die Hosentaschen, diese seitlichen Hosentaschen bei Hosen, da können erstens mal Dinge rausfallen, wenn sie offen sind. Könnte man sagen, gut, kann es ja zumachen. Aber vor allen Dingen, der Hosentaschenreißverschluss geht dann oft nicht ganz auf, weil ja dann die Beinschlaufe vom Klettergurt dran ist. Auch diese Sache haben sie wieder beidseitig intelligent umgesetzt. Ich liebe es. Jetzt noch zum Bund verstellen. Simon hat sich für Klettverschluss entschieden, was ich cool finde, weil es damit stufenlos ist. Weil bei diesen Haken hast du immer quasi so eine Schlaufe und dann hast du wieder eine Schlaufe und wieder eine Schlaufe. Ist nicht ganz stufenlos. Das hier ist dann stufenlos mit Klettverschluss. Hat natürlich den Nachteil, Klettverschluss fängt nach 2-3 Jahren an, nicht mehr so gut zu halten. Das kennt man von Mammuthosen sehr gut, liebe Grüße. Das kennt man auch von anderen Herstellern. Andere Hosen, E9-Hosen, glaube ich, haben teilweise früher noch Klettverschlüsse verbaut gehabt. Die hatten ein ähnliches Problem. Aber das ist ganz angenehm hier, denn tatsächlich lässt sich ich habe die Hose auch verstellen müssen, damit sie mir perfekt passt. Und dann war sie ordentlich auf Spannung und der Reißverschluss, der hält also. Da sehe ich überhaupt kein Problem, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Sprechen wir nochmal über das Innenleben dieser Hose. Dieses Netz, das kennt man normalerweise von zweilagigen Hardshelljacken. Ich glaube, dass dieses Netz wahrscheinlich eine Funktion haben wird, wenn es warm wird oder wenn es heiß ist. Gerade in so südseitigen Skitouren und so kann ich mir gut vorstellen, dass das brauchbar ist. Wenn man dann im Südhang aufsteigt, dann machen auch diese Belüftungsschlitze wieder sehr viel Sinn, wenn man eben irgendwas drunter anhat. Eine Hose PU beschichtet ist ein Segen für alle Leute, die wirklich, wirklich oft in nassem Terrain unterwegs sind. Also vielleicht auch Hochtouren in der Schweiz, wo du wirklich viel Schnee und Eiskontakt hast und das über lange Zeit. Sie ist ein Segen für alle Skitourengeher, sie ist ein Segen für alle Eiskletterer, überall, wo es einfach lange nass wird. Klar, andere Hardshell-Hosen haben auch PU-Beschichtungen, aber diese Hose hat es nun mal für 109,99 Euro. PU-beschichtete Hosen kriegt man heute bei den namenhaften Herstellern nicht unter 200, 250 Euro, die dann auch nochmal mit all diesen Ausstattungen ausgestattet sind, wie es jetzt eben die Cascade hier ist. Das macht sie meiner Meinung nach zu einer eigentlich unschlagbaren Hose. Sie ist definitiv nicht so robust wie richtige Hardshell-Hosen. Sie ist deutlich weicher im Material, sie ist dünner im Material, sie hat innen keine zusätzliche Beschichtung. Man muss drunter was anziehen, wenn es richtig kalt wird, sonst erfriert man. Ich habe das ausgetestet bei minus 6 Grad. Ohne eine dicke Merino-Unterwäsche ist sie zu kalt. All das sind Dinge, mit denen man leben muss, wenn man nicht bereit ist, bis zu 600% dieses Preises zu bezahlen.
Die Hosenpreise oder die Textilpreise sind in der Industrie absolut explodiert in den letzten Jahren und sie sind absolut nicht mehr das Geld wert, was auf dem Preisschild steht. Nicht ansatzweise. Diese Dinger kosten in der Produktion viel, viel weniger. Und diese Hose beweist, dass man mit ein wenig Qualitätseinbußen, und die Qualitätseinbußen lassen sich höchstens in der Wärmeisolation finden, weil sie eben recht dünn ist, mit diesen Qualitätseinbußen, mit diesen minimalen, spart man immens viel Geld. Man muss sich also die Frage stellen, brauche ich die Qualität, dass ich quasi keine Merino-Unterwäsche drunter anziehen muss oder normale Ski-Unterwäsche drunter anziehen muss, brauche ich das wirklich oder, ich sag mal, kann ich eigentlich damit leben, dass ich mir einfach drunter was anziehe? Weil wenn ja, dann kann ich wirklich 200, 300 Euro sparen bei einer vernünftigen Hardshell-Hose. Manchmal auch nur 100 Euro, je nachdem, zu welcher Marke man letztlich geht. Alles in allem muss ich sagen, sie erfüllt viele Standards, die alle anderen Hardshell-Hosen erfüllen. Gerade, dass sie beschichtet ist etc. Das ist alles sehr praktisch und hochwertig. Sie hat einfach so Kleinigkeiten. Man muss sich überlegen, ob einem die Farbe und der Stil wirklich gefällt. Ich liebe Blau. Ich finde es geil, wenn ich irgendwo so blitzig aussehe. Ich finde das lustig. Und dementsprechend bin ich auch einfach sehr zufrieden. Klar, man hätte bei den Hosenträgern vielleicht noch einfach mal ein bisschen größer dimensionieren können, aber mich stört's nicht und sie halten, insofern egal. Das war's zur Hose und jetzt schauen wir weiter. Schauen wir uns die Kleinigkeiten doch einfach auf einen Rutsch an. Die Schlinge besteht nicht rein aus Aramid, sondern hat einen Aramidkern und eine Polyamid-Hülle. Sie ist damit weicher als viele andere Schlingen und lässt sich damit auch ganz gut als Prusik, aber natürlich auch als Kreuz-Klemmknoten und so weiter verwenden. Die Schraubglieder sind leider etwas schwerer als die Konkurrenzprodukte, dafür sind sie aber deutlich günstiger als ultraleichte Schraubglieder. Das macht sie natürlich als Fluchtmittel aus einer Route wieder etwas attraktiver. In der Bedienung sind sie aber genauso einfach und gut funktionierend wie die Konkurrenz von Camp und Co. Über das Schlauchtuch kann man nicht sehr viel erzählen. Es ist eine einfache Fläche aus Polyester, die eben an einer Kante an die andere dran genäht wurde. Polyester bringt die klassischen Eigenschaften mit, die man kennt, also schnell trocknend, geruchsanfällig, leicht und gut zu waschen und halt auch gut belüftet. Ich habe mir Schraubglieder gekauft, weil ich eigentlich keine brauche. Ich habe auch andere Schraubglieder, aber es war interessant, weil es einen Rückschluss auf die Verarbeitungsqualität der Firma Simon dadurch geben kann. Grundsätzlich sind die ja für technische Produkte bekannt geworden und berühmt geworden und durch den Kauf, durch Decathlon ist dieser Ruf etwas, ja, hat sich etwas verändert einfach und man hat sich jetzt irgendwie so in diese Discounter-Schiene begeben und die Frage stellt sich natürlich, beeinflusst das die Qualität der technischen Produkte? Man kann natürlich überlegen, wo kann es bei technischer Entwicklung haken? Es kann natürlich beim Produktdesign haken, es kann bei der Verarbeitungsqualität, bei Nieten, kann es so viele Baustellen geben in der technischen Produktion. Zum Beispiel, sind Gewinde gut geschnitten oder nicht? Sind die Gewinde so gut geschnitten, dass sie immer und immer und immer und immer greifen, egal wie oft ich das Ding auf- und zuschraube und irgendwo damit dagegen knall und so weiter. Das sind Fragen, die muss man sich stellen, wenn man auf technische Verarbeitungsqualität achten will. Und das Schraubglied ist meiner Meinung nach ein guter Platzhalter für technische Verarbeitungsqualität und in diesem Fall muss ich sagen, Test einwandfrei bestanden, es schraubt sich leicht, es blockiert oben am Schluss sehr, sehr gut. Also es dreht sich schön fest, sodass man dann mehr Kraft braucht, um es aufzumachen. Das Gewinde ist super gut geschnitten, es hakt nirgends, es ist super leichtgängig, aber es ist schwer. Schauen wir uns mal dieses Schraubglied hier an. Dieses Schraubglied ist so klein, es ist ein Camp-Schraubglied. Und die Ironie daran ist, vielleicht kann man das hören, ich bin jetzt mal ganz still. So, und jetzt der Vergleich. Das ist ein Unterschied. Und jetzt nochmal ein dickeres von Camp. Das ist so ein richtiger Prügel. Warum interessiert mich das? Ja, ich weiß, ihr denkt euch gerade alle, der sitzt den ganzen Tag zu Hause und schraubt seine Schraubglieder auf und zu. Nein, worauf ich hinaus will ist, dass diese Camp-Schraubglieder teurer sind als das Simon-Schraubglied. Wenn man ein paar Schraubglieder braucht, dann kann sich das schon rechnen. Und die Verarbeitungsqualität ist nicht so gut. Also hier hat die Schelle sehr viel Spiel bei beiden.
Und das merkt man auch, wenn man sie auf- und zuschraubt. Und man hört es, bei denen hört man es sehr, sehr gut. Das klimpert richtig. Das ist wie wenn, ja, das ist quasi einfach, das klimpert. Und man merkt einfach, da ist sehr, sehr viel Spiel. Und das Gewinde ist auch wahnsinnig sauber geschnitten, aber die Schelle ist einfach schlecht. Die Schelle passt da nicht drauf. Kleine Details. Das macht Simon aber gut und darauf will ich eigentlich hinaus. Die technische Qualität bei Simon ist einfach großartig und ganz ehrlich, unterschätzt nicht, was diese Firma immer noch kann. Und da bin ich auch gleich bei der kleinen netten Schlinge, die ich mir da geholt habe. Das ist eine Aramid-Polyamid-Gemischschlinge. Finde ich ganz angenehm eigentlich, weil komplette Aramid-Schlingen sind irgendwie immer steif. Und diese Steifigkeit, die kriegt man nur raus, indem man sie 5 Milliarden Mal verwendet oder indem man einfach den Aramidkern etwas dünner macht und dafür den Polyamidkern, also die Polyamidhülle, etwas dicker oder überhaupt eine Polyamidhülle nimmt. Es hat noch ein paar andere kleine Vor- und Nachteile. Generell, dass Polyamid außen ist, macht immer irgendwie auch mehr oder weniger Sinn, je nachdem, wie man es einsetzt. Aber dieses Teil ist so eine klassische Abseilschlinge. Das ist etwas, das verwende ich einfach für einen Prusik, Kreuzklemmknoten, whatever. Zum Beispiel fürs Abseilen, zum Beispiel auch für meinetwegen am Gletscher bei einer Hochtour und so weiter. Das funktioniert auch ganz gut. Habe ich auch probiert an Seilen. Das hält logischerweise, Physik sei Dank. Und ich kann überhaupt keine Verarbeitungsmängel feststellen. Das ist hier wahnsinnig gut verklebt. Ich kann hier nichts ziehen oder drücken oder ich krieg's nicht hin, dass hier irgendwas aufgeht. Das ist alles wahnsinnig gut gemacht. Das ist halt Kleinscheiß, wo ich sage, das ist cool, dass das so gut funktioniert. Und wenn ich Kleinscheiß brauche, wie Bandschlingen oder eben Schlingen oder eben also Aramidschlingen oder eben Rebschnüre, dann muss ich ehrlicherweise sagen, kaufe ich nicht mehr bei meinem Händler des Vertrauens, sondern eben bei Decathlon, weil das Ding kostet 11 Euro und das kostet bei der Konkurrenz eben 15, 16, 17 Euro. Und wenn ich davon drei brauche, dann kriege ich quasi eine geschenkt. Und bei den Schraubgliedern ist es im Prinzip das Gleiche. Der dicke Kerl hier kostet 7,99 Euro und das Ding hat mich 3,99 Euro gekostet. Das bedeutet, ich kann mir immer zwei kaufen und kriege dafür aber eins von denen. Und ich brauche das für Notfall, für die Flucht aus einer Route, wenn ich Probleme habe oder sonst was, wenn ich irgendwie ja, mich zurückziehen muss. Da will ich nicht Geld aus, immer 7 Euro, da kann ich mir auch einen normalen Schnappkarabiner bzw. Schrauber kriege ich auch dafür. Also günstige Schrauber kriege ich für das Geld. Also ist halt die Frage, wofür brauche ich das dann? Da kann ich auch schon einen Karabiner hängen lassen, freut sich der Nächste mehr. Das waren sie nun, die neuen Decathlon-Produkte. Vor allem die Hose, natürlich extrem interessant. Ich bin gespannt, was ihr zu den Teilen sozusagen habt. Wie findet ihr die Textilien, die Simon hier in den Ring wirft? Ich persönlich muss sagen, als Hersteller, der vor allem durch technische Ausrüstung berühmt wurde, ist das hier schon eine ordentliche Liga, in der die hier mitspielen wollen. Womit für mich immer öfter die Frage aufkommt, was rechtfertigt 300-500% der Preise eigentlich bei der Konkurrenz? Naja, seht ihr Simon als einen tollen Konkurrenten im Bergsporthandel oder sagt ihr eher, ich weiß ja eh nicht, wohin mit meinen Millionen? Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal, das hilft mir sehr und auch eine kleine Unterstützung von Projekten wie diesen würden mich sehr freuen. Alle Infos dazu hier eingeblendet oder eben auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!